letzten Minute. Und das hat gezeigt, wie stark die Gastgeberinnen in der Offensive sind. Da sehen wir Tini, die Kapitänin, die getroffen hat gegen Lita Schmitz, die ja heute Merle Froms vertritt. Nachdem sie beim ersten Gegentreffer ja wirklich gepatzt hat, sich von Pajor den Ball abnehmen hat lassen. Und dann war es Endemann, die das ausgenutzt hat. Insgesamt 6 Umstellungen beim VfL Wolfsburg. Kommt von Feli Rauch in Richtung Lattwein. Hut und Rauch beim Freistoß. Ja, der war richtig gut gekommen. Nadüssi bleibt auf der Linie. Tabellenführer in Frankreich. Und Tempo über Außen haben sie. Und sie haben die nächste dicke Chance. Und sie machen das 2:1. 2:2. Alex Popp. Gar nicht einfach, dieser Kopfball, aber sie bringt trotzdem Druck dahinter. Und wieder mal Platz auf Außen. Dufour! 3:2 für Paris! Kommt aber auf Oberdorf und dann aus der zweiten Reihe der Versuch von Pajor. Erster Eindruck von der zweiten Halbzeit. Paris zieht sich zurück, lauert auf die Konter und Jansen macht das aus meiner Sicht richtig. Aber sie muss da die Zweikämpfe führen, bevor in dem Fall Bourdieu das Tempo aufgenommen hat. Sie können nicht wirklich Tempo aufmachen, weil das Paris aktuell auch wirklich sehr, sehr geschickt macht. Wenn sie da hinterher gehen. Gut. Redemeier in Richtung Brandt. Im Freistoß. Einmal kurz angetestet von Svenja Huth, dann kommt er von Feli Rauch und das nächste Kopfballtor von Alex Popp für Nadosi. Und jetzt aber die Möglichkeit für Eva Pajor. Pajor behauptet sich, Pajor verzieht. Hier bleibt lang dran, nimmt den Körperkontakt auf. Drängt auch Pajor nochmal ab. Brandt, ja, müsst nochmal quer spielen. Pajor, Eva Pajor, abseits. Oh, da bin ich mir nicht sicher. Ja, das ist noch nicht der Pass. Jetzt kommt er. Ja, okay, gut. Ist abseits, ja. Das war in der zweiten Halbzeit dann weg. Entweder Alex Popp stark angenommen. Und jetzt ist die Mitte komplett frei. Jule Brandt zu weit nach vorne auf Eva Pajor. Ballannahme gegen 2 auf Brandt. Und die hat mehr Zeit. Die hat mehr Zeit für diesen Ball. Das wird sie mit dem Freistoß. Der Tinesen natürlich. Tine mit dem Freistoß. Und nochmal Eckball. Ich glaube sogar Handspiel reklamiert. Auch wenig natürlich. Und ja, so bleibt es beim 3:3 zwischen dem Tabellenführer in Frankreich, Paris FC, und dem Tabellenführer in der Bundesliga, dem VfL Wolfsburg. Endemann mit der Führung schon in der 4. Minute, ausgeglichen von Tine nach schöner Vorarbeit von Dufour, 1:1 nach 8 Minuten.